Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Jawohl, ich bin immer noch in der Finukaku ganz alleine und ja, ich bin immer noch mit Malorn am Hintern. Marlone heißt er ja eigentlich, Marlone. So, also ich habe den immer noch am Hintern und habe ihn gleich tot. Ist ja einer der Minibosse hier und danach, ich suche eigentlich nur nach goldenen Fledis, dann könnten wir eigentlich rausgehen, theoretisch. Ich meine, 30 Minuten, das heißt, wir hätten eh noch maximal 2 Folgen hier hinten, hier in dieser Kaku zu verbringen. Aber ich will die goldenen Fledis. Ich will unbedingt Quest 1 fertig haben. Das wird ja wohl gelingen, hoffe ich doch. Lalalala. So, na komm. So schwer ist das doch nicht. Hab's doch fast geschafft. Malornchen. Gut. Stirb. Klar, man könnte jetzt hier drin Amus auflegen, würde ich deutlich schneller vorankommen mit einem 50er Amu. Ich denke, da wäre nicht nur er schon tot, sondern auch Robo. Weil ich ja theoretisch 50%, naja, doch, müsste ungefähr hinkommen. Paar Krits noch, Krit-Klamotten. Und dann, man würde hier sogar als Jäger, denke ich, ganz gut alleine durchkommen. Also zumindest die Bosse, die Mini-Bosse. Und bis Finu auf jeden Fall würde man... Huch, was war das denn? Das kam so plötzlich. Ja, bis Fino würde man das auf jeden Fall schaffen, aber ob man das unbedingt alleine machen will und muss, macht doch gar keinen Spaß. Dauert eh zu lang. Nein, ich mach Fino natürlich lieber mit mehreren Leuten. Die erste Quest, okay, kann man machen. Ich meine, okay, wenn man Mara und Malorn braucht, mache ich das auch nochmal. Wenn es so sein sollte, dass Mara und Malorn ausgehen, dann kann ich auch nochmal alleine reingehen. Also sprich, wenn wir bei Quest 2, da brauchen wir ja diese Mobs. Diese Möpse. So, jetzt muss ich mal gucken, wo fangen die Mobs an? Da unten. Alles klar. Doro Droppi für Nebi, W. Wispermi. Zoa wurde soeben zum Beschwörer befördert. Glückwunsch, so ist richtig. So, Vampi, Fledimäuse brauche ich nicht. Gefangene brauche ich auch nicht. Ich brauche nur goldene Fledimäuse. Und ich sehe hier keine. Mist. Ja, ich könnte jetzt die Mobs hier umhauen und ordentlich Erfahrung sammeln. Bei guckt euch mal an, wie unser Dings gestiegen ist, schon ein bisschen was. Und dabei haben wir eigentlich fast nur Mobs gehauen, also Boss-Mobs hat schon gebracht. Insofern werden wir hier einfach mal gucken, was wir hier tot hauen können. Plupp. Ich sollte nur aufpassen, dass ich dann jetzt Robo nicht erwische, wenn ich die Viecher am Hintern habe. Weil der liebe Robo kann einen ja vieren und vier ist immer nicht schön. Nee. Oh, und da hinten gibt es ja auch die scheiß Magier. Das ist nicht so schön. So. Umkehren. So. Ich werde hier ein bisschen hin und her rennen. Um die Mobs hier ein bisschen, sagen wir mal, zu dezimieren. Ach nee, Schleim ist ja dran, nicht Robo. Mensch, bin ich doof. Schleim ist dran. Habe ich ganz vergessen. Na, Schleim ist noch schlimmer, der Stunt. Aber ich dachte eigentlich, mittlerweile müssten doch hier mal ein paar Goldfledermäuse rauskommen. Hier, das kann ja wohl nicht wahr sein. Hier, ich brauche goldene. Ich brauche keine Schleime. Ich brauche keine Mopse. Ich brauche goldene Fledis. Das ist ja wohl nicht so schwer. So. Hopp. Komm, du fall auch noch um. Das. Tu mir den Gefallen. Nur für mich. Kannst du noch umfallen. Die anderen Mopse hier lasse ich mal hier da. So. Bom, genau, den hat es erwischt. Und. Den Schleim nehmen wir mit. Alles andere brauchen wir nicht. Oh. Ah, ich wollte gerade sagen. Nein! Boah, das war ja jetzt knapp. Knapp ist ja gar kein Ausdruck. Meine Fresse. Psychowiesen hat sich den Titel Großwildjäger verdient. Also wurde es eben zum Großwildjäger befördert. Glückwunsch. So, hopp. Meine Güte. Keine Ahnung, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, wie viele EP ich hatte, aber das war sauknapp. Naja, jedenfalls haben wir den Schleim jetzt am Hintern und wir werden uns eine Weile mit dem beschäftigen müssen. Schleim ist ja, hab's ja schon beim letzten Mal erwähnt, wo wir allein drin waren, eigentlich der eigentlich am gefährlichsten ist, weil wegen seiner blöden Rumstannerei und auch seiner ja, äußerst bescheidenen, ja, ich nenn's mal Möglichkeit, einfach hier alles tot zu machen. Weil der wirklich mit seinem Stun eben viel Schaden macht und manchmal auch gerne viel hintereinander. Zumindest allein möchte ich nicht unbedingt hier von ihm gestunt werden. Nein, nee, ich versuche das zu vermeiden. Hör auf,
spring ja nicht hier rum. Ah, Thomas hat sich den Titel mittellos verdient, also Xa Thomas. Arme Kerl. Kein Geld. Ich auch nicht. Jetzt mir wenigstens nicht alleine so. Aber was ich sagen muss, der Schleim ist irgendwie, ja, der macht irgendwie weniger Probleme. Also sprich, bei dem tut das alles gar nicht. Ich glaube, also ich glaube, der hat weniger HP oder weniger der Verteidigung. Ich habe jetzt nicht auf den Schaden gemacht, geguckt, was die anderen hatten, aber auf jeden Fall sinkt hier meine, beziehungsweise seine Leiste deutlich schneller. Aber dafür hat er ja auch einen ordentlichen Angriff. Insofern passt das schon. So, jetzt laufe ich erstmal wieder zurück. Hauptsache, der erwischt mich nicht, dann ist alles gut. Blub. Bom. Unglaublich. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal irgendwann alleine in Fino reingehe. Und das auch noch Spaß macht eigentlich. Also mir macht Spaß. Ich weiß nicht, ob es bei euch immer noch Spaß macht. Mir schon. Hihi. Lalala. So, hopp. Ganz alleine Fino. Hinterm Geisterschleim. Ah, ne, vor dem Geisterschleim. Entschuldigung. Wir könnten sich ja auch mal umkehren, dass ich vor dem Geisterschleim herrenne. Ach nee, das mache ich ja. Hinterm Geisterschleim herrenne und den fange. Und der versucht mich zu... Nein, nee, das macht er ja auch. Nee, muss schon so rum richtig sein. So, vor allem ist ja ein zurückgekehrter Geisterschleim. Ja gut, wie gesagt, so richtig als Boss in Kakus hatten wir den Geisterschleim noch nie erlebt. Wir hatten zwar hier diesen Schleimboss in der ersten Kaku, die wir glaube ich gar nicht gemacht haben, weil wir einfach drüber gelevelt haben und weil da sowieso keiner mehr reingeht. Oder waren wir da drin? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist ja schon über ein Jahr her. Oder genauer gesagt, mindestens über 400 Folgen. Mit Sicherheit. Weil wenn, das wird das in den ersten 20 oder 30 Folgen gewesen sein. Und ich habe keine Ahnung mehr, ob wir da drin waren oder nicht. Ist jetzt auch nicht so wild, ist nicht so wichtig. Wichtig ist nur, dass wir jetzt hier wieder umkehren müssen, weil hier wieder Mobs sind. Entsprechend werden wir mal eine kleine Kurve ziehen, weil wir etwas schneller sind als der. Kehre ich mal direkt um. Oh, oh. Ah, Gott sei Dank, nur ein normaler Hit. Kein Stun-Hit. Das ist gut. Kann ja mal hier. Zack. Zack. Und hier. Wenn wir wenigstens 75 wären, wäre das ja auch nicht so schlecht. Dann würden wir nämlich wenigstens zwei AOEs haben, die wir hier draufballern könnten. Momentan habe ich nur eine. Muss halt reichen. Beziehungsweise es reicht ja bis jetzt auch ganz gut. Also kann mich eigentlich nicht beschweren. Bis auf das eine Mal, wo es wirklich, was weiß ich, ich noch 2-3 HP hatte. Hatten wir ja eigentlich bisher noch keine großen Probleme gehabt. Außer dass es Mara einmal gestunt hat und das natürlich ein bisschen dauert. Aber man kommt voran, man kommt voran. Und wie gesagt, die Minibosse schaffen wir auf jeden Fall. Oder würden wir auf jeden Fall, denke ich, in der Zeit schaffen. Und mit 75 gleich gar. So. Blop, blop, blop. Pang, pang. Weil das letzte Mal, ich glaube 40 Minuten für sind insgesamt angeplant. Ich weiß es gar nicht. Müsste ungefähr hinkommen, weil wir sind jetzt eine Folge drin. Oder sagen wir insgesamt ungefähr 2 Folgen. Das heißt, eine halbe Stunde ungefähr sind wir schon drin. Na gut, 50 Minuten vielleicht. Auf jeden Fall ist es einiges an Zeit, was schon, sagen wir mal, verloren geht, die man hier drinnen verbringt. Aber es geht. Zumindest als Jäger. Als Mage ganz alleine möchte ich das hier nicht versuchen. Zumindest nicht mit ähnlichem Equip, wie ich es jetzt hier gerade habe. Weil das wird, denke ich, schief gehen. Aber als Jäger ist das kein Problem. Wenn man die richtigen Rollen hat, die richtige Ausrüstung und so weiter und so fort. Hätte ich nicht gedacht. Muss ich sagen. Ich meine, okay, dass ich die Schleime, beziehungsweise dass ich die Bosse killen kann, weil die werden ja sowieso die ganze Zeit gezogen. Das habe ich schon erwartet. Das wäre ja auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Aber dass das, sagen wir mal, trotzdem noch so relativ problemlos geht. Relativ jetzt, relativ gesehen. Hätte ich nicht gedacht, muss ich sagen. Ich hoffe mal, ich kriege den noch tot hier. Und ja, mein Relativ wird nicht lügen gestraft, weil der Blödmann hier mich einmal stunt und dann runterhaut wie nichts Gutes, weil das kann ja auch passieren. Ich habe gar keine HP-Rolle drauf, sehe ich gerade. Jetzt habe ich es drauf. Ja, gut, dann könnte das auf jeden Fall noch besser werden. Puh. Kein Wunder, dass ich wahrscheinlich so vorne so extrem abgesunken bin, weil ich kaum noch HP hatte. Uiuiui. Das war aber auch eine knappe Sache. Aber es war die einzige knappe Sache bis jetzt. Ja, muss man mir neidlos anerkennen. Was heißt neidlos?
Wir können drauf. Nee, neidisch sollte er ja nicht sein. Also, wie gesagt, das hier, was ich hier mache, das schafft dann wirklich jeder Jäger. Weil ich ist ja nur weglaufen. Ich laufe ja nur weg. Und hau nebenbei auf dem Schleim. Der springt und hat mich gestunt. Oh, verdammt. Bitte nicht nochmal stunt. Bitte nicht nochmal stunt. Ja, Gott sei Dank. Weil das jetzt. Ja, ein Schlag noch. Na ganz toll, du Mistviech. So, ihr seht schon, die Mobs, die da eigentlich stehen, die fallen alle um. Der fällt auch um. Okay, jetzt müsste es aber in Richtung wirklich Goldfledermäuse gehen. Ich brauche Goldfledermäuse, deswegen bin ich hier reingegangen. Ja, nicht nur wegen den Goldfledermäusen, aber allgemein halt, ne? So, hier haben wir nochmal viele böse Mäpschen. Die Anmeldung für Fino Chaos A hat begonnen. Das ist toll, ich bin immer noch in Fino Chaos A drin, glaube ich. Naja, warum auch nicht? So, okay. Oh nein, diese Viecher möchte ich nach Möglichkeit umgehen hier. Weil die machen Magieschaden. Und das, ihr seht schon, das sinkt dann doch ein bisschen mehr als sollte. So. So, lalalala. Hopp. Keine Magieschaden, Mobs am Arsch haben wollen. Nein. Haut ab, dankeschön. So, jetzt kann ich mal auf die anderen warten hier. Hopp. Plopp. Früher sind die einfach auf dem Weg stehen geblieben. Jetzt scheinen die auch zurückzulaufen, diese Mobs. So wie es jetzt gerade aussah. Uah. Ja, auch ein bisschen was am Hintern. Kein Wunder, dass ich da auch ein bisschen Schaden kriege. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn nicht. Aber man kann auch ganz vernünftig leveln. Also vom. Klar, es geht jetzt nicht so mega schnell voran, aber man bekommt ordentlich XP durch die ganzen Mäpschen hier. Ja. Ich meine, wir sind mit 3 oder 4. Nee, 2% vielleicht hier reingegangen und haben jetzt schon fast 10%. Ja, ich weiß, das ist jetzt nicht die Masse, aber auf jeden Fall, sagen wir mal, eine andere Version des Levels. Es geht voran. Geht auf jeden Fall besser voran, als wenn man, was weiß ich, in normalen Gebieten rumleveln würde. Außer wenn man vergiftet wird. Oder hier Blutungsschaden ist das, ne? Wird wieder so ein Folterer gewesen sein. Oder ein Knasti, die könnten das ja, glaube ich, auch. So, die Harkans brauchen wir natürlich nicht. Nehmen sie trotzdem mit, wisst ihr ja. Weil, was du hast, hast du. So, hab. Ich sollte mal einen Strang mitschlucken. Sag mal, ja, Tränke habe ich eh genug. Brauche ich jetzt keine Sorgen machen. 241. Da schadet es gar nicht, wenn da mal was alle wird. Da sind Sandratten. Die bräuchten wir theoretisch auch. Praktisch natürlich nicht. Weil wir ja schon genug haben. So, jetzt sollte ich mal langsam eine Kehrtwende reinhauen. Und gucken, dass ich erstmal das Zeug, was ich habe, tot kriege. Bevor ich mich da an anderes wage, weil da hinten steht auch Robo rum. Und den muss ich ja nicht unbedingt noch hinter mir herziehen, wenn ich hier die ganzen Viecher habe. Außerdem war da auch eine Goldfliege, ich habe sie gesehen. Entsprechend will ich jetzt erstmal kein Risiko eingehen und mir das Zeug holen, was ich benötige. Hehe. So, kommt mal her. Alle herkommen. Gut. Robo, und da hinten sieht das Gold flattern. Ich werde mir wahrscheinlich dann den Magier da rausziehen und den doch mal umhauen, notgedrungen. Weil irgendwie stört der gerade massiv dann da. Wow. Ab und zu doch mal einen Trank reinhauen, aber es zählt ja nichts. Was muss, das muss. Ja, dieser Magier da, der stört mich, der steht mitten im Weg. Komme ich nicht vernünftig an die Mobs ran. Die Goldfledis vor allem. Robo hole ich mir vielleicht später. Ich hole mir erstmal dann die Mobs raus, die anderen, hier, ihr wisst schon. Das wäre wichtig. So, komm, lass halt einmal um. Lup. Es ist übrigens einmal, nicht in Robe, nicht in der hier, aber in Bienchen ist es einmal übrigens einem, als ich noch aktiv gespielt hatte, ich weiß nicht, ob das jetzt überhaupt noch geht, passiert, dass der nicht aus der Bienchen-Kaku rausgeportet wurde. War eine ganz lustige Sache. Er musste halt drin bleiben. Wir haben versucht, einen GM zu erreichen, kam keiner. In der Zwischenzeit ist dann irgendwann mal ein neues Bienchen losgegangen. Und die waren. Ja, beziehungsweise er stand dann halt mehr oder weniger oben. Bei Bienchen, beim Bienchenboss oben. Und ja, wir haben unten angefangen, wir hatten uns nochmal eingeschrieben gehabt. Und er war in derselben Kaku drin. Also quasi die Karte wurde sozusagen wiederverwendet. Er wurde zwar aus dem Spiel geschmissen, aber als er sich wieder eingeloggt hatte, stand er in der Kaku drin. War eine interessante Sache. So hatten wir nämlich dann mal wirklich einen zusätzlichen Kämpfer noch dazu gehabt. Bienchen geht ja, glaube ich, nur mit 10 Leuten. Waren 10, glaube ich. 10? Ja, 10. Genau, Bienchen waren nur 10 Leute. Und ja, da waren wir in der Kaku 11.
Hatte man vorher auch noch nicht gesehen. Er hatte zwar keine XP, glaube ich, bekommen oder keine Erfahrung allgemein. Aber naja, was soll's. Wie viele von den Viechern brauchen wir eigentlich? Gucke ich dann in der nächsten Folge mal. Ah, nur noch eine. Na gut, dann haben wir das ja hier. Dann ist das Wichtige schon erledigt, wenn wir hier das Ding hier haben. Dann würde ich sagen, beenden wir einfach die Folge und sehen uns in der nächsten wieder. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.